Hallöchen und willkommen zurück zu Kurokurokurorin. Wir sind in der letzten Welt, in der es dieses Vögelchen geben könnte. Das ist super toll. Und jetzt sammeln wir erstmal die zwei weiteren Gegenstände, die wir noch bekommen. Und da ist schon der erste, cool. So, dann hätten wir jetzt den, keine Ahnung, sieht aus wie ein Touchpin, ist aber wahrscheinlich keiner. Und jetzt gehen wir oben rum. Wir gehen nicht oben rum, wir machen das gleiche nochmal. Wir gehen doch nicht mal oben rum, wir machen das gleiche nochmal. Wir gehen da nicht oben rum, wir machen das gleiche nochmal. Oh mein Gott, was tue ich denn da? Ich warte jetzt noch einmal. So. Pff. Meine Güte, das war echt nicht sehr clever jetzt gerade. Ich habe gedacht, man könnte es schaffen. Dem war wohl nicht so. Ja. Dieses Spiel hat mich noch nicht in Geduld gelehrt. Das sollte es aber noch schaffen. Irgendwie. Andererseits scheint es auch im Halsbrecherischen ganz gut zu klappen. Und durch. Und ich... Nee. Ich dachte mir doch, dass das Käse ist, sich jetzt andersrum zu drehen. Ich hoffe, das ist falsch, sich andersrum zu drehen. Wow. Aber ich glaube, jetzt könnte es wichtig sein. Ich kann es echt nicht... sagen. Und der Vogel hat gerade so das Ding versperrt, dass ich dachte, ich eck an. Boah. Hup. Okay. Okay, okay, okay. Ich schaff das. Ah, geschafft. Ah, noch ein Herz. Oh, 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 wow, 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 wow. Boah. Oh, ich mag die Dinger... mit den Stacheln wirklich ganz und gar nicht. Also das ist wahnsinnig krank. So, das hätten wir nun auch geschafft. Okay, das war total simpel gerade. Kanon. Na klar. Warum auch nicht? Ich drehe mich falsch rum, habe ich recht? Oh Mann. Okay, und jetzt einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Nicht gucken, nicht gucken und im Ziel. Boah. Okay. Mhm. Vor allem, habe die beste Zeit nicht geschlagen. Schade, das ist mir sowas von egal. Puh, na die Welt sieht auch großartig aus. Ach, ich finde das Lied hier total schön. Sehr passend zur Hintergrundgestaltung und auch so von wegen letzte Welt und es klingt schwer und hm. Ne? Also es passt total gut. Ich gehe da lang. Hoffentlich werde ich diese Wahl jetzt nicht bereuen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Hoffentlich bin ich nicht am Item vorbei. Das war extrem knapp. Oh. Boah, nee. Okay. Da durch. Da ran. Oh, da ist das Item. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da... Ich mach's. Ich mach's einfach. Wow. Wow, 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 wow. Das sieht total verkackt aus. Oh, Mann. Oh, der kleine Lavabrunnen ist voll süß. Also, ich meine, ja, meine Definition von süß ist es halt. So, jetzt muss ich hier ran. Und jetzt gehe ich den gleichen Weg einfach zurück. Es zwingt mich ja keiner, durch diesen engen Weg da links zu gehen. Also, das wär's ja noch. So. Nein. Und nochmal. Okay, also ich weiß, dass ich den Weg das zweite Mal nicht gehen werde. Weil es einfach mal nur ein sinnloser Kreis ist. So. Uah. Ich frage mich gerade, ob ich den Weg auch rückwärts gehen könnte, aber ich mag es nicht riskieren, jetzt noch einen Versuch da aufzubrauchen. Nee, nee, keine Chance, da warte ich jetzt. Uah. Puh. Puh. Dieses Spiel ist so harmlos gestaltet und eigentlich ist das System so simpel. Und trotzdem komme ich hier total ins Schwitzen. So, jetzt lass mich mal schauen, ob ich da nicht auch einfach wieder zurück kann. Ja, na sicher, das klappt total gut. So. Jetzt sind wir bestimmt im richtigen Weg. Ich gehe mal schnell dorthin. Uah, Herz. Sehr schön, sehr schön. Und wir müssen... Ich weiß nicht, wie rum wir hier durch... Na, nicht so rum. Boah. Boah, Mann. Das ist echt nicht angenehm. Boah.
Merkt ihr, wie angespannt ich bin? Ja, leckt mich doch! Schießt doch nicht alle auf mich! Ja, ich mach mich einfach schnell hier durch, ne? Wie krank das ist! So, wie rum muss ich jetzt? Ich muss bestimmt so rum. Oh mein Gott, das war gerade mehr Glück als Verstand, dass da gerade nichts rauskam. Schießen die auch zurück? Nee. Oh, sehr gut. Oh, Mann. Oh, das ist ein Geist eingesperrt, die Armen. Und das sind nochmal Geist eingesperrt. Puh. Ich gehe lieber ein Stück zurück. So. Und wieder gesichert. So. Bank. Oh, das wär... oh nein. Ich hasse diese blöden Walzen. Kann ich da durch? Ich komme eigentlich problemlos durch. Okay. Okay, ich drehe mich mal. Das sieht schon wieder total furchtbar aus. Oh Gott, die bleibt total kurz nur drin. Was ist das denn? Okay, Moment. Ich schub's mich mal kurz ein bisschen, damit ich mich anders drehe. Das sah schon bei Weitem besser aus. Und ich möchte mich so rumdrehen. Und das war gerade nichts. Dann einmal so und einmal so. So, jetzt mal gucken. Das sah schon wieder total schlecht aus. Hup. Wow. Okay, und jetzt nochmal so rum. Na, ob das was wird? Es könnte klappen. Aber es klappt auch nur alle zwei Mal, wie es aussieht. Okay, so, dann müsste ich das ja jetzt... reißen! Oh Gott, war das knapp! Oh Mann! Mann, 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 Mann! Mein armes Herz! Oh, diese Walzen sind grausam. Warum sind da so viele auf einmal? Das sieht nicht gut aus. Wow, 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 wow. Wenn ich diese Kanonen schon wieder höre... Oh, bin ich im Ziel. Yeah, die waren auf der anderen Seite, nehme ich mal an. Ich habe eine Minute länger gebraucht, als es hätte sein müssen. So, letzte Welt. Jetzt müssten wir ja nur noch diesen blöden Vogel hier aufschnappen und dann haben wir das erstmal hinter uns gebracht. Atemberaubend. Der Anfang sieht schon so uncool aus. Wow, wow, wow. So. Okay. Bisher geht's noch. An die Level erinnere ich mich vor allem noch am meisten. Ah, vermutlich, weil ich da als Kind total oft gefailt habe. Vor allem als Kind, das war nur vor ein paar Jahren. Egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Als noch nicht Erwachsene habe ich da relativ oft gefailt. Und darum kenne ich die Welten noch. Hup. Hup. Oh, ich bin total angespannt, das ist unglaublich. Und jetzt habe ich noch einen vollen Magen. Die arme Suppe. Die fühlt sich bestimmt voll schlecht. So, jetzt bin ich ja gleich im Ziel. Achso, Quatsch, im Zwischenstopp meine ich. Oh toll, wenn ich das schon wieder sehe. Okay, das ging nochmal. Da oben kommt auch so ein Zeug raus. Ich hätte es schaffen können, okay. Das hätte ich nicht schaffen können. Das jetzt demnach auch nicht, doch. Wow. Ich zucke hier immer total übel durch. Das sah auch... Wow, wow, wow. Puh. Das ist immer schön, wenn ich aufhöre zu reden, höre ich auch auf zu denken und dann sehe ich die Gelegenheiten durchzuschlüpfen viel besser als... Na, das kann ja was Tolles werden. Oh, na gut, es ging. So schön war es gar nicht. Herzi. So. Irgendwas Verranztes wird noch kommen. Wie war das? So, den komischen Vogel haben wir auf jeden Fall. Oh, nee. 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 Okay, das war echt nicht cool. Okay, ich versuche trotzdem erstmal durch... Tja, damit ist der Plan wohl schon mal gescheitert. Okay. Ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem in ein Video kriegen. Puh. Weil das lief doch bis jetzt ganz gut. Wir waren so unglaublich weit. Und ich habe eine Stelle geschafft, wo ich dachte, ich sterbe schon vorher. So, jetzt muss ich mir einen Plan überlegen. Jetzt schon, wie ich das am besten angehe. Oh Mann, das wird nicht leicht. So. Okay. Da kann ich mich jetzt gleich durchbewegen, wie beim letzten Mal.
Da kann ich mich jetzt allerdings auch gleich durchbewegen. Jetzt muss ich dafür hier warten. Wow, wow, wow. Ich hasse diese Stelle. Jetzt vor allem. Hä? Jetzt komme ich gar nicht mehr da durch, oder was? Also das ist echt wow, das strengt an. Das strengt mich extrem an. Aber ich finde das Spielprinzip so geil. Es ist so simpel und es ist so krank auf nervenaufreibend. Weil es einfach mal abartig schwer wird irgendwann. So, jetzt kommt hier dieser olle Vogel. Jetzt machen wir das mal so. Aha, das hat ja schon mal gut geklappt. So, bevor ich nochmal sterbe, weil ich nicht aufpasse, heile ich mich lieber einmal vorher. Und dreh mich jetzt schnell. Dreh schnell durch. Juhu. So. Wie mache ich die Stelle denn am besten? Es ist schon mal scheiße, dass der mich trifft. Und vor allem, dass das gerade passiert ist, ist nicht so toll. Also, nee, irgendwie nicht. Mist. Oh, shit. Okay. Oha. Es wäre schlimm, wenn ich jetzt schon hier fail, weil eigentlich ist die Stelle hier echt nicht schwer. Wie war das gerade? Ich sollte nicht vorher sagen und Sachen heraufbeschwören, die nicht passieren dürfen. Also es wäre ja total schlimm, wenn ich das jetzt hier schaffe, ne? Auf einen Ritt und so, ne? Mhm. Mal gucken, ob das jetzt geklappt hat. Oh, alle Vöglein sitzen auf einem Platz. Wie süß. Stelle ich mir total eng vor irgendwie. Vor allem sitzt die Hälfte auf so einem komischen Loch von dieser Lanze. Toll. Okay, so, jetzt muss ich noch schnell... Das wäre jetzt schon fast der nächste Fail gewesen. Wahnsinn. So, dann lass mich mal schnell da durch. Und dann lass mich mal schnell hier durch. Und dann... Lalalala. Okay, jetzt drehe ich mich aber extrem beschränkt. Um hier noch gut durchzupassen. Da kann man jetzt echt nichts mehr sagen. Wow, oh, meine Güte, war das knapp. Boah, was zur Hölle. Also so langsam, aber sicher finde ich das schon richtig doof, dass ich gesagt habe, hier, ich mache das mit hier Langstab und so, ne? So, jetzt kommt die Stelle mit dem blöden Küken. Okay, ausgewichen. 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 Und rein in die gute Stube. Erstmal warten. Okay, das war eine gute, das war eine bessere Idee. Okay, 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 okay. Okay, okay. Nein, Mist. Egal, ich hab den Vogel erstmal. Ich bin wenigstens im Ziel gekommen. Ins Ziel gekommen. Hyokurin! Oh, ist das süß. So, damit haben wir erstmal alle Küken. Awesome. I'm home. All of my brothers are fine. Big Brother. What the fuck? Thanks. Oder heiße ich einfach nur Big Brother? Congratulations. Und wir haben es quasi geschafft. Wenn das nichts ist, dann zeige ich jetzt erstmal den Abspann und werde dann diesen letzten Level noch einmal machen, weil so geht das ja nicht. Bei der Gelegenheit würde ich euch gleich fragen, während ich hier so hin und her wipp bei dieser schönen Abspannsmusik, wie ihr denn dieses Spiel und das Spielprinzip fandet. Das ist ja nun mal doch was ziemlich Ungewöhnliches für ein Spiel und auch mal was ganz anderes von der Steuerung her. Und ja, na, schreibt mal eure Meinung, wie ihr das so findet. Ach, das Charakterdesign ist voll cool. Schade, dass der zweite Teil irgendwie nie erschienen ist, aber vielleicht komme ich ja irgendwie an eine japanische ROM ran, falls euch das denn gefallen hat. Und dann könnt ihr ja darum bitten, dass ich das vielleicht auch noch mache. Und dann werde ich das bestimmt tun. Und, mhm, ja, naja, wenn ihr wollt. Hey, der Kleine mit dem Ballon fliegt immer höher. Das sehe ich jetzt gerade. Der ist bestimmt der Nächste, der im zweiten Teil fehlt. Oder so, als erstes. Ganz bestimmt.
The End. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wo wir die letzten Stages noch machen werden. Und bis dahin, euer Elik.